Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich gut aussehenden Tequila Bison Ribs. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Wir beginnen das heutige Rezept zuerst mit einem Rub. Wir brauchen geräuchertes Salz, frischen gemahlenen schwarzen Telly-Cherry-Pfeffer und etwas Kräuter, in dem Fall Pizza und Pasta-Zauberei von der Spice Bar. In unserem heutigen Rezeptvideo ist weniger eher mehr. Das war's mit der Gewürzzubereitung, ansonsten brauchen wir nur noch zwei weitere Zutaten. Ich persönlich liebe ja Beef Ribs über alles. Bison selber hatte ich natürlich mit dem einen oder anderen Cut schon. Hier gibt's Videos zu Bison Flank Steak und Bison Tomahawk Steaks, aber Short Ribs hatte ich noch nie. Die sind von gourmetfleisch.de, für den Fall, dass euch das interessiert. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link dazu. Ich habe diese jetzt erstmal ausgepackt. Das sind 1,6 Kilogramm. Das sind so drei Rippenbögen, wie man dort sehen kann. Und jetzt trockne ich die erst einmal rundherum ab. Jetzt kommt das Entfernen der Silberhaut. Also im Prinzip das gleiche Spiel, was ihr bei den normalen Rippchen auch so kennt. Nur, dass die bei Beef Ribs oder bei Bison Ribs etwas dicker ist. Aber mit etwas Kraft und ein wenig Geduld sowie trockenen Fingern sollte das eigentlich auch machbar sein. Die oberste Schicht der Silberhaut hat sich jetzt bei mir sehr einfach gelöst. Solltet ihr das Gefühl haben, dass da jetzt noch etwas stehen geblieben ist, so wie ich hier, dann nehmt einfach ein scharfes Messer und schneidet es von unten einmal zwischen den Rippenbögen ein. Gleiches gilt für einen möglichen Fettdeckel und Silberhaut obendrauf. Dann nehme ich einfach ein Messer und schneide das rautenmäßig ein. Als nächstes freue ich mich mitteilen zu dürfen, dass ich alle traumatischen Erlebnisse meiner Jugend überstanden habe und heute Tequila wieder benutzen kann. Ich habe hier goldenen Tequila, den benutze ich einmal nachher für die Dämmphase und zum anderen, um die Rippchen einmal so ein bisschen einzureiben, damit die Gewürzmischung rundherum dran haftet. Natürlich kann man jetzt auch Senf nehmen oder Olivenöl. Hin und wieder macht es ja Spaß, sich etwas kreativer mit den Themen auseinanderzusetzen. Ich habe mir also ein bisschen Tequila in so eine kleine Schale geschüttet und reibe jetzt meine Bison-Rippchen rundherum damit ein. Im zweiten Schritt, und das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch kommen sehen, nehme ich die Gewürzmischung und reibe meine Rippchen voll und ganz von beiden Seiten damit ein. Das soll es dann am Ende auch mit Zutaten gewesen sein. Manchmal, wie gesagt, ist weniger mehr. Ich mag auch gerne die kompletten Barbecue-Geschichten, also mit einem ordentlichen Rub und viel Soße oder so. Heute ist es eher puristisch. Jetzt wandert das Ganze auf meinen GMG Pellet Grill. Der hat jetzt vorgeheizt auf 66 Grad, das ist so der Standard. Ich regle den jetzt hoch auf 110 und dann können die Rippchen 2,5-3 Stündchen vor sich hin räuchern. So sieht das Ergebnis dann aus. Wir haben eine, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schöne Kruste obendrauf. Und packen diese jetzt in Metzgerpapier ein. Auch hier gebe ich dann nochmal einen ordentlichen Schwung von dem Tequila mit rein. Und schlage diese möglichst fest in dem rosafarbenen Papier ein. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Falls ihr auf so einen Quatsch steht, möchte ich euch gerne mein neues Buch ans Herz legen. Ab 1.3. ist es soweit. Barbecue The American Way ist verfügbar. Ich habe jetzt ein bisschen was von dem Tequila verloren, ist aber nicht so schlimm. Man kann auch noch mal was nachschütten. Jetzt wandert das ganze Paket wieder auf den Grill. Gleiche Temperatur. Und weitere 3 Stunden später haben wir folgendes Ergebnis erzielt. Wow, das sieht sehr, sehr toll aus. Jetzt nehmen wir das Ganze aus dem Papier raus und dann lassen wir es ein paar Minuten auf dem Brett ruhen. Aber guckt euch diese Kruste an, das ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Und es riecht, schade, dass YouTube noch keinen Geruch übertragen kann. Wirklich traumhaft. Also es könnte noch ein Ticken weicher sein vom Fleisch her. Das Messer geht durch wie Butter, das ist kein Problem. Und es ist auch sehr saftig innen drin. Ein bisschen fest ist das Fleisch noch. Also es hätte ruhig noch, glaube ich, ein Stündchen noch weiter irgendwie dämpfen können. Hätte nicht geschadet. Summa summarum bin ich aber mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und auch geschmacklich ist das Bison wirklich ein Traum. Also man, den Knochen kann man ohne Probleme entfernen. Und wie gesagt, wirklich, wirklich lecker. Und natürlich, wie immer, werde ich das Ganze jetzt auch probieren. Teilen, liken, kommentieren ist natürlich immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0 auf 15 Barbecue seid, wäre cool, wenn ihr das jetzt nachholen könntet. Wir sehen uns auf jeden Fall in ein paar Tagen wieder. Ich habe neue Videos am Start. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ich habe viel abgedreht.
zur Corona-Zeit. Das Ganze muss ja auch etwas Positives haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.